Nachdem man schon einiges gehört und gelesen hat über den neuen Notarzt im Sitzdienst, der seit Mitte November seinen Dienst aufgenommen hat im Krankenhaus Künzelsau, habe ich mir gedacht, ich teste diesen Notarzt doch einfach mal. Und bin hingegangen und bei meinem ersten Versuch, den Notarzt anzutreffen, bin ich schon kläglich an der Eingangstüre gescheitert. Denn ich habe schlicht und ergreifend die Praxis gar nicht gefunden. Ich bin abends um 8:30 hingelaufen, stand zuerst am Haupteingang des Krankenhauses und die großen Glasschiebetüren, die es dort gibt, die haben sich erst gar nicht geöffnet. Da war dann nur zu lesen, für die Nachtglocke soll man da bitte läuten, mit so einem orangefarbenen Button, das habe ich auch mehrmals getan. Da hat sich leider nichts gerührt, da habe ich gedacht, vielleicht bin ich auch ein bisschen falsch. Bin so rechts und links vom Eingang hin und her gelaufen, habe geschaut, ob es noch irgendwie eine Seitentüre gibt. Die gab es aber nicht für diesen Zweck. Also bin ich praktisch so halb um das Krankenhaus herumgelaufen, runter zu der Stettenstraße und habe gedacht, vielleicht beim unteren Eingang des Medikün, vielleicht kommt man da irgendwie rein in diese Praxis. Und da stand ich dann wieder vor der Glocke, aber das war dann die Notapothekenglocke, die ich auch mehrmals geläutet habe, weil ich gedacht habe, ach, vielleicht tut sich da was, aber da hat sich dann auch nichts getan. Vermutlich hatte die Apotheke da auch gar nicht Dienst und das war ja auch nicht Sinn und Zweck, ich suche ja den Notarzt. Dann bin ich von der Stettenstraße praktisch Richtung Morsbach gelaufen, also nur ein paar Meter, ne? Nicht ganz nach Morsbach, so Richtung Rettungswache, die ja so schräg gegenüber ist vom Deutschen Roten Kreuz. Und habe mir dann noch überlegt, naja, wenn ich jetzt wirklich total akut krank wäre, würde ich wahrscheinlich aus lauter Verzweiflung, weil ich diesen Notarzt nicht finden kann, direkt das DRK anstreben und da um Hilfe bitten. Das wäre noch eine Möglichkeit. Da hat auch Licht gebrannt. Und dann habe ich auf jeden Fall noch zwei weitere Krankenhauseingänge gefunden. Das waren aber so Lieferanteneingänge, zumindest einer davon. Also da kam ich auch nicht rein, die Türen waren auch verschlossen. Und dann habe ich erstmal aufgegeben. Ich habe es abgebrochen, bin dann an einem anderen Tag wieder hin, und zwar nicht abends um 8:30, sondern wirklich mitten in der Nacht um 3. Also wirklich ein akuter Notfall. Und habe mir aber vorher sagen lassen, wo der Notarzt wirklich sitzt, damit ich dieses Mal auch weiß, wo ich hinlaufen muss. Und mir haben Quellen gesagt, das geht eigentlich alles durch diesen Haupteingang am Krankenhaus. Also irgendwas hat da nicht gestimmt, dass sich die Türen bei mir nicht geöffnet haben. Also bin ich nochmal hin, nachts um 3, wie gesagt, und bin auf den Haupteingang nochmal zugelaufen und siehe da, diesmal haben sich auch diese Glasschiebetüren bereitwillig geöffnet, sodass ich eintreten konnte. Und direkt in diesem Zwischengang, also von der Haupttüre bis, wenn man dann im Krankenhaus innen drin angekommen ist, in diesem Zwischenflur, da stand dann ein ganz kleines Tischchen mit einem handgeschriebenen Zettel drauf, dass man diese Nummer wählen soll. Da ist ein handschriftlicher Zettel mit einer Handynummer, die man wählen soll, und dann kommt jemand. Und netterweise, wenn man auch sein Handy vergessen hat oder gar keins besitzt, ist daneben noch so ein Klapphandy, so ein etwas älteres Modell, liegt da daneben und ist auch mit so einem Klebeband festgebunden, vermutlich, dass man es nicht klauen kann. Und da habe ich dann die Nummer gewählt und habe auch den Notarzt erreicht. Und der kam nach ein paar Minuten auch runter. Der ist wahrscheinlich vom Aufzug runtergekommen, hat mich dann in Empfang genommen und hat mich dann in seine Praxis geleitet. Und das ist schon komisch jetzt, ne? Das Krankenhaus war vorher total belebt und da ist es jetzt wirklich alles dunkel, bis auf diesen Flur, der dann im Prinzip zu dieser Notarztpraxis in den ersten Stock führt. Aber man läuft schon vorbei an so Absperrbändern und an teilweise handgeschriebenen Zetteln, die den Weg weisen zu dieser Notfallpraxis im ersten Stock. Über der ehemaligen Empfangstheke, der Infotheke vom Krankenhaus, da prangt aber schon ein richtiges Notarztschild. Also ein richtiges gibt es. Auch im Aufzug ist es nochmal schön, nicht handschriftlich, sondern wirklich schön gemacht, ausgeschildert. Und dann kommt man in diesen ersten Stock und da ist auch wirklich nur dieser eine, ja, das ist so ein Warteraum, wo man dann hineingeleitet wird vom Notarzt. Und da darf man sich dann, oder ich durfte mich dann auf einen von den, ich weiß nicht, ob es 4 oder 6 Wartezimmerstühle sind dann in diesem Wartezimmerflur, da darf man sich hinsetzen. Der Notarzt hat sich mir gegenübergesetzt, ist ein älterer Herr gewesen,
und hat mich gefragt, was ich habe. Aber er durfte mich jetzt nicht behandeln. Also er hat mich gefragt, ob ich denn nicht wüsste, dass das Krankenhaus geschlossen ist seit kurzer Zeit. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe halt wirklich starke Migräne. Da hat er gemeint, ja, er ist halt nur dafür da, um den Leuten das auch zu sagen, dass das Krankenhaus zu ist, weil es einige noch nicht wissen. Aber er hat jetzt hier keine Medikamente da, die er mir geben kann. Er könnte jetzt nur den Rettungswagen rufen. Und dann habe ich gesagt, ja, wohin wird er mich dann fahren? Und dann hat er gemeint, dass er würde, anhand meiner sehr starken Migräne, würde er mich nach Schwäbisch Hall überweisen in die Neurologie. Und das fand ich wirklich gut für das, dass eigentlich der Notarzt fast keine Kompetenzen hat, der da gerade sitzt, dass er mich in ein Krankenhaus, als ich bin ja Laie, ich weiß ja nicht, welches Krankenhaus da gut ist für solche Diagnosen, dass er mich in das Schwäbisch Haller Krankenhaus überwiesen hat, weil er meint, die sind da wirklich gut in der Neurologie. Also das hätte ich als Laie nicht gewusst, das hat mir schon geholfen. Und ich glaube, auch wenn ein Notarzt anruft und einen Krankenwagen ordert, hat das auch nochmal mehr Gewicht, wie wenn ich jetzt als Laie von zu Hause aus angerufen hätte und gesagt hätte, hier, ich habe ganz starke Migräne, schickt mal bitte einen Krankenwagen. Da wird man vielleicht ja auch eher belächelt, ich weiß es nicht. Aber wenn der Notarzt anruft, hat das, denke ich mal, schon mehr Gewicht. Von dem her war das schon, fand ich, ganz gut. Er hat das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Er hat gut reagiert. Aber es ist wirklich bedauerlich eigentlich, dass man da so wenig Geld reinsteckt in diese ja, Notarztpraxis, dass man viele handschriftliche Zettel da verteilt hat. Ein Klapphandy, das mit Sicherheit auch schon ein paar Tage alt ist. Also wirklich viel Geld scheint da keiner in die Hand genommen zu haben, zumindest bisher. Dass man sagen kann, ja, da stimmt auch irgendwo das Drumherum. Also das wirkt eher so ein bisschen alles ein bisschen provisorisch. Keine Ahnung, vielleicht haben sie vorher keine Zeit gehabt, das schön zu machen und ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Und da fragt man sich natürlich schon, im Kreistag wurde ja gesagt, rund 500.000 Euro kostet diese Praxis jährlich. Da frage ich mich schon, wohin fließt dann das ganze Geld? 500.000 ist eine Menge Holz. Natürlich muss dafür auch der Notarzt oder die mehreren Notärzte, die wechseln sich ja, glaube ich, auch ab in dieser Praxis, bezahlt werden. Aber ansonsten drumherum scheint eigentlich wirklich eher gespart zu werden.